So, liebe Leute, da wären wir wieder. Die dritte Partie hier heute auf Montag gegen Maitreya 3001. Ich habe schon Rivalenspiele angemacht. Mal gucken, ob er auch reinklickt. Oder ob er es so macht. Na, machen wir es so, kein Problem. Oh, Dortmund gegen Bayern. Alles das große Special zum 13. Bundesligaspieltag. Ich spiele gerade so mit dem Online-Kader, wie er ist. Ich glaube, er hat online genommen. Wieder 2x5 Minuten haben wir eingestellt. Das ist mein letztes Match. Ich glaube, es wird ein bisschen knapper sogar mit der PlayStation. Da muss ich mal gucken, dass ich noch schnell reinkomme. Wollte noch so 2-3 Partien auf der PlayZ machen. Und ja, dann würde ich sagen, geht's gleich los. Ja, würde ich mal sagen, da geht's gleich los. Und ich erzähle ein bisschen Scheiße, weil mir nichts anderes einfällt, liebe Leute. Nee, schade. Ich würde ganz gerne häufiger Leute mit reinnehmen in Skype. Ich habe da schon jemanden auch in Aussicht, aber das schaffe ich heute nicht mehr, mit dem zu spielen. Denke ich mal, mache ich morgen, wenn er morgen auch Zeit hat, schreibe ich ihn nochmal an und dann gucken wir mal. Also, bisher habe ich ja ganz gut gespielt. Zweimal gewonnen, zweimal gespielt und zweimal gewonnen. Also, bei mir steht alles bereit, das Teelicht ist auch an. Jetzt kann es losgehen. Also, gegen die Dortmunder. Bisher war ich ganz gut unterwegs. Wie gesagt, oh, da geht schon mal schöne Balleroberung hier. Vorsicht. Ja, los, Jungs, los. Alle drauf da, los. Alle drauf. Volles Pressing. Ah! Im Signal Iduna Park, Leute. Samstagabend. Oh, okay, er spielt ein bisschen breit. Na los. Ribéry, dein Ball. Das ist Alaba, da muss aufpassen. Ein bisschen weiter zurück, nicht zu weit. Sehr gut, sehr gut. Und das ist Ribéry und das ist Alaba und das ist... Sehr gut. Toni. Hey, Rafinha hier stören oder was? Da kommt der Ball und da ist die erste Möglichkeit wieder. Ey, ich habe immer die ersten Chancen, aber muss das ein bisschen sauberer machen. Schön von Martinez. Oh, weiter, Jungs, weiter, los, hinterher da. Der spielt doch nur kreuz und quer, der kann doch nichts. Der kann nichts. Ist ein Dortmunder. Ich sag ja, ey, ich hab doch gesagt, ich zieh die ab die ganze Woche, die Jungs. Aber PlayZ bin ich nicht ganz so geübt. Und der ist drin. Oh, da unten nochmal. Ja, ja, im Nachschuss. Alles klar. 1-0, die Bayern. Wo haben wir es denn? Da ist es. Und los geht's. Und der Game. Deutscher Meister. Ja, so heißt er, mein Verein. Mensch, ich sollte zu DSDS gehen. Alles klar, jetzt haben wir es genug aufgeführt. Alter Falter, alter Falter. Geht das schon wieder gut los hier? Wie gesagt, das geht alles nach dem Zufallsprinzip. Ich suche mir jetzt nicht irgendwie besondere Leute raus. Ich gucke einmal, wer mich anschreibt. Und dann wird... Oh, Dante. Haha. Das ist Ribéry. Jawohl, Ribéry. Ribéry. Ribéry! Ribéry! Elfmeter! Die Bayern! Der Hummels, Alter, die Flasche. Jawohl, so sieht's aus. Alter Falter, was ist denn heute? Alaba soll schießen? Ne, wer schießt? Ich nehme mal Robben. Robben hat auch hier noch eine Rechnung. Ach, der ist gar nicht drin. Ah, schade, den nehme ich Toni. Dann nehme ich Toni. Und, hab ich Glück? Jawohl, genau in die Mitte, dachte ich mir doch. 2-0. Sehr schön. Achso, muss er nochmal einspielen hier. So, alles klar, das kann so weitergehen. Okay, meine Güte, habe ich heute wieder ein bisschen Glück. Aber er ist nicht schlecht eigentlich hier. Wundert mich, dass er jetzt schon so früh hinten liegt, aber gut. Ah, Ribéry, starke Aktion, muss ich sagen. Alaba. Ja, oh Mensch, das habe ich ein bisschen verdribbelt. Ja, mache ich normalerweise gar nicht gern, wenn ich es nicht hinkriege. Oh, oh, jetzt habe ich mich vertreten. Oh, jetzt muss ich mit dem Dante rein. Oh, weg. Oh. Los, Jungs. Jawohl, alles fair, alles fair. So, so geht das. Das ist super. Super ist, oh, holt er sich den Ball. Wer ist das denn? Piszczek.
Was ich gerne mal sehen würde, ist der Zweikampf Ribéry gegen Philipp Lahm zum Beispiel. Das wäre mal interessant bei der WM. Wenn die Franzosen noch schaffen, sich zu qualifizieren. Morgen ist ja soweit auf dem Dienstag. Weiß nicht, wann das Video heute hier oben ist, aber wenn alles klappt, kann das sogar noch möglich sein. So, was haben wir da? Toni. Ja, sehr schön. Oh, das ist Müller. Müller! Jawohl! Alles klar. Okay. Die Bayern, meine Lieben. Du wirst niemals untergehen. Alles klar. Okay, 3-0 ist ja auch schon ein bisschen bitter. Ich hoffe, er kommt nochmal zurück. Oder lässt er sich jetzt hier abfertigen. Ich steck nicht zurück. Also kann von mir auch noch ein Schlachtfest geben hier. Oh, da muss er ran. Oh, schön neu herausgeholt. Hat noch gereicht. Da war ja fast die Möglichkeit hier gewesen für Dortmund. Na? Oh, er macht eine andere Variante. Oh, sehr schön. Wen haben wir da? Niemanden haben wir da. Okay, den spielt er doch bestimmt quer. Oh, komme ich sogar noch ran. Fast. Oh, Mist. Zu schnell gespielt. Schade, lahm. Bisschen zu lahm. Ja, geht darüber. 39. Natürlich buhen die Fans jetzt hier schon im Signal Iduna Park. Gucken wir mal, ob wir was hinkriegen. Oh, Ribéry. Ribéry. Na? Oh! Oh! Und! Oh, das war mal ein Schuss für Robben eigentlich. Den habe ich auch noch draußen, den Robben. Den bringe ich noch in der zweiten Halbzeit, meine Lieben. Ja, und der Ball kommt weit und hoch. Und das ist Dante! Oh! Also das kann, wenn es jetzt ein bisschen blöd läuft für ihn hier, für meinen aktuellen Gegner, echt bitter ausgehen. Nochmal Ecke. Und Toni ein bisschen kürzer diesmal. Und da hinten ist er. Oh, das ist, wer ist denn das? Müller. Der kann nicht so richtig, oder? Dante. Durchstecken. Jawohl. Oh. Und zurück. Na los. Und hinterher da. Jawohl. Okay, das ist machbar. Halbzeit, meine Lieben. Die Partie hier ist ein bisschen früh schon recht hoch. 3-0 zur Halbzeit. Ja gut, ein Elfmeter, gut. Das erste Tor war wieder noch das Schönste. Muss ich noch ein bisschen auf die, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen noch auf die Ballstatistik gehen, dass ich so auf die 80% komme. Dann wird Dortmund so abgefertigt wie zuletzt Leverkusen. Zumindest von den Statistiken her, ne? So, Rafinha raus, Götze rein und Robben rein für Müller. Ich denke mal, der ist ganz fit jetzt zur zweiten Halbzeit. Das passt ganz cool. Das kommt bestimmt ganz geil jetzt. Also. 3-0. Was ist denn los mit den Dortmundern? Ich dachte, das sind so die Oberskiller. Dachte echt so, ne? Dachte so, Dortmund-Fans, die gehen richtig steil. Aber irgendwie. Mal gucken, aber Blazy vielleicht nachher. Da kann es ein bisschen schwieriger für mich werden, weil da bin ich nicht ganz so geübt. Aber ich bin jetzt auch nicht so gut. Ne? So gut bin ich jetzt auch nicht. Aber für Dortmund reicht's immer. So, das ist ein Ball für Robben. Bombe. Ne, groß ist das. Das ist super. Oh. Ja, Alaba, los, Mann, Junge. Oh, den musst du irgendwie besser verarbeiten. Ohne Scheiß. Oh. Oh, das habe ich ein bisschen missgebaut. Aber den kriege ich noch, oder? Ne, der spielt eh in die Mitte, oder? Ne. Doch. Hab ich abgelaufen mit Alaba. Oh oh. Außen. Ja los, jawohl. Und los, Robben. Und los, dein Ball.
Und? Jawohl! Oh! Gibt's denn sowas? Wie kann der denn vorbeigehen? Da gucke ich nochmal drauf. Oh, das gibt's ja nicht. Schade. Hätte ein bisschen mehr drin gewesen, hätte ich mich konzentriert. Na, Dante, schön abgestellt, abgelaufen, super. Und Lahm und Robben und Lahm und Lahm und Groß und Robben und Groß und Groß und Groß und Groß und immer noch Groß und dann ist der Ball weg. Zu lang gelaufen, ihr seht, zu lang darf man nicht rumlaufen. So. Fehler von mir. Und dann muss ich den Aubameyang hier jetzt bearbeiten. Oh! Was gibt's jetzt? Foul von Aubameyang oder was? Ja, das war. Ich denke, das war auch. Ja, das war er. Ja, Foul an Alaba. Wenn ich das richtig gesehen habe. Boah, schön. Jawohl. Ah, oh, Mist. Zu ungenau gepasst. Jetzt geht's schnell. Da muss... Oh, da müsst ihr, genau, da müsst ihr sterben, Jungs! Ah, oh, Anschlusstreffer, Reus. Oh, ich war sogar noch, bin noch richtig gelaufen, ey, richtig gut verteidigt. Oh, jetzt geht er aber schnell. Jetzt wird natürlich hier, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Kann so ein Spiel auch mal schnell kippen. Was man eigentlich schon sicher geglaubt hat. Das habe ich jetzt selber ein bisschen vergeigt, weil ich da hinten so affig rumgespielt habe. Jawohl. Und Schuss. Oh, kann er nicht halten, der Weidenfeller. Deswegen ist er nur Nummer 2 oder 3 oder Nummer 4. Ribéry, die Bayern. Oh. Das war eigentlich ein Ball jetzt hier. Wer ist denn das? Martinez kommt nicht ran. Gibt Einwurf für Dortmund. Oh, Vorsicht. Es geht schnell. Ja, dachte ich mir, dass er da so spielt. Aber das ist lahm. Das ist lahm. Und abseits von Reus. Das könnte eigentlich. Ich meine, er ist ja eigentlich Fußballer des Jahres gewesen. Noch im Vorjahr. Plus ein Stellungsspiel muss er noch üben anscheinend. Schöne Seitenhiebe gibt es hier. Vom Feinsten. Oh. Boah, war volle Lotte eben drauf geknallt. Na los. Das ist das heißt Alaba. Und Neuer. Oh, Vorsicht. Vorsicht. Wird nochmal spannend hier. Wenn der noch eine Chance kriegt, so, dann wird es nochmal richtig gefährlich. Ja, Reus, nicht schlecht. Der macht das Spiel ein bisschen schneller. Habe ich schon meine Probleme, wenn es schnell geht. So. Oh. Vorsicht. Wollte eigentlich ganz woanders hin, aber... Ja, hat er gut gemacht. Ja, hat er jetzt aufgepasst. Oh, also oh, jawohl. Ah, oh, shit. Macht das ist wieder echt, an der zweiten ist er echt besser als in der ersten. Boah. Ich spiele auch einen Scheiß jetzt zusammen. Faul. Hallo? Na, Mensch. So. Das ist gut, das ist lahm. Na. Oh. War mal eine andere Variante. Vorsicht, Martinez. Moment, jetzt so Ribéry. Sehr schön. Na. Oh. Das ist Robben. Robin! Oh, den muss er machen, aber mit rechts kann er nicht. Habt ihr gesehen? Oh, scheiße. Was ein Riesending. Da los, lauf. Lauf. Toni. Oh! Zweiten Elfmeter. Ja, da, ja egal wie er es macht, ne? Macht das falsch. Ja, wenn er durchlaufen lässt, ist er drin vielleicht. Vielleicht. Und wenn er mich fault natürlich, jetzt habe ich die Möglichkeit, das Tor zu machen, ne? Mit Alaba jetzt.
Und? Jawohl. Ach so, stimmt ja, da war doch was. Du wirst niemals untergehen. So, er denkt sich bestimmt, warum lasse ich so lange durchlaufen? Ist doch schon längst entschieden. Ja, wegen der Musik, mein Bester, nicht um dich zu ärgern. Doch, natürlich will ich euch ärgern. Ich will die Dortmunder ärgern. Ich dachte, ich treffe ja mal auf welche, wisst ihr so, die mich so richtig hier abfertigen. Aber bis jetzt läuft's gut für mich. Erster Spieltag scheint denn hier für PC ist jetzt abgeschlossen. Der lief außerordentlich bombastisch. Oh! Lieber, oh, das ist der perfekte Ball! Für Mandzukic! Oh, den muss er da auch machen eigentlich. Was ist denn los, Jungs? Schlusspfiff, das war's. 4:1 gewinnen die Bayern gegen Dortmund, meine Lieben. Das ist super!